mobbig. Dankeschön. Was ich noch gerne vorab sagen möchte oder was einfach dazugehört, eigentlich wollten wir hier zu zweit stehen. Meine Kollegin Jolanta Paliszewska ist leider kurzfristig krank geworden, was sehr, sehr schade ist für mich wie für Sie. Für mich deswegen, weil sie eigentlich den größten Teil dieses Vortrags halten wollte, deswegen ich den etwas umstellen musste werde. Und für Sie ist es deswegen schade, weil meine Kollegin Gebärdensprache spricht. Also ich bin zwar auch erdtaub, aber wie Sie hören, spreche ich selber und bin auch schwerhörig aufgewachsen. Also sag mal, das, was man landläufig relativ normal nennt, während Jola tatsächlich taub ist, also mit Gebärdensprache aufgewachsen und noch dazu als Migrantin. Und ich sag mal, gerade dieses mit Gebärdensprache aufgewachsen kommt so ein bisschen dann auch in der Perspektive des Vortrags durch, aber ich erläutere das dann ein bisschen. Und wenn Sie zwischendurch Fragen haben, fragen Sie auch gerne zwischendurch. Ansonsten haben wir gerade schon besprochen, ich versuche das auch so zu machen, dass am Schluss mindestens 10 Minuten, eventuell auch 15 für Fragen noch zur Verfügung stehen. Genau. Es gibt Fragen und Diskussionen, ja, hier ganz prominent. Ansonsten gibt es drei größere Punkte. Der erste ist die obligatorische Einleitung. Warum? Kommen Sie ruhig rein. Noch habe ich kaum angefangen. Also, warum eigentlich konsequente Barrierefreiheit? Das ist so ein bisschen die Einleitung ins Ganze. Dann das Thema Partizipation im Prozess. Da werde ich jetzt gleich, wenn das kommt, nur kurz drauf eingehen und das dafür am Schluss aber nochmal wiederholen. Und dann vor allen Dingen aber auch ein bisschen eine Motivation für das Ganze aus eigener Erfahrung und auch aus dem, was Sie gesagt haben, Institut für digitale Teilhabe heißt nämlich auch, dass wir ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen haben, und zwar mit unterschiedlichen Behinderungen. Das heißt hier so schön Team-Vielfaltserfahrungen, das könnte aber auch Team-Barriere-Erfahrungen heißen. Und das ist so ein bisschen auch unsere Motivation, das Ganze. Was uns ganz wichtig ist, ist eben die gleichberechtigte Teilhabe und Zugänglichkeit für alle, auch im Digitalen. Und wir meinen hier mit Digitalen nicht nur Webseiten. Bei Webseiten ist man ja mittlerweile, ist Barrierefreiheit ja jetzt schon seit einigen Jahren so ein bisschen ein Thema. Aus dem Grund, weil es dafür mittlerweile eben auch gesetzliche Bestimmungen gibt, die werden jetzt ja ein bisschen ausgeweitet. Uns geht es aber ganz stark darum, dass auch Software und generell IT-Systeme barrierefrei sein sollten und müssen. Und ich sag mal, dafür reichen die Bestimmungen, die es für Webseiten gibt, bei weitem nicht aus. Das sagt auch das W3C selber. Und jedem, der sich damit ein bisschen oder die sich damit ein bisschen beschäftigt, merkt das früher oder später auch, weil es eben nicht nur um die Gestaltung der Oberfläche geht, sondern vieles auch einfach in die Funktionalitäten eingreift. Also das ist hier der eine wichtige Punkt. Ich rede hier ganz stark über Software und ich sage mal, die großen Projekte, mit denen wir uns am Institut beschäftigen, beschäftigen sich auch mit Software und insbesondere mit Open Source Software. Der andere Punkt, der uns ganz wichtig ist, ist, dass Barrierefreiheit oft ja aus Sicht einer bestimmten Behinderung oder von bestimmten Behinderungen gedacht wird. Ja? Also wir machen was für Sehbehinderte, Blinde, das ist ganz wichtig, ohne jede Frage, weil gerade Sehbehinderte und Blinde sind sofort ausgeschlossen, wenn die Dinge nicht in ihrem Sinne barrierefrei sind. Aber das reicht bei weitem nicht aus, sondern eigentlich müsste Software wirklich für alle barrierefrei sein. Und das ist alles andere als trivial. Deswegen, das ist so eine Standardforderung und ich ehrlich gesagt, mich erinnert das auch immer an die Zeiten von vor 20 Jahren oder etwas mehr, wo alle Leute darüber redeten, dass man Sicherheit von Anfang an implementieren muss. Ja? Das erzähle ich jetzt über Barrierefreiheit.
es ist wichtig, Software- und IT-Systeme von Anfang an inklusiv und zu gestalten und zu entwickeln. Also gestalten meint eben diesen ganzen Bereich der Oberfläche, meint aber genauso auch die Architektur und meint eben auch die Einbeziehung von Menschen, die die entsprechenden Bedarfe haben. Dazu eben die Einbeziehung, Partizipation im Prozess. Deswegen ist eben Partizipation für uns so ein ganz wichtiges Thema. Und es meint eben auch die bewusste Gestaltung der Prozesse. Das würde ich allerdings gerne am Schluss nochmal drauf eingehen und Ihnen jetzt lieber ganz kurz ein bisschen was über unsere eigenen Erfahrungen berichten. Teamvielfalt. Das ist also, sage ich mal, der größte Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Instituts. Ich leite das übrigens auch nicht alleine, sondern mit zwei Kollegen zusammen, die hier auch genannt sind. Finden Sie auch alles etwas ausführlicher auf unserer Website. Und das Wichtige daran ist, für den heutigen Vortrag, ja, das, was ich eben schon sagte, wir haben halt Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungen, Beeinträchtigungen bei uns. Gebärdensprachdolmetscherin konnten Sie heute schon teilweise sehen, bin ich also für das Verstehen darauf angewiesen, aber ich habe eben auch Kolleginnen und Kollegen, die eben ihrerseits auch Gebärdensprache sprechen, dann auch gevoiced werden, also sprich die Dolmetscherinnen oder eventuell auch Dolmetscher sprechen dann auch für die. Wir haben Kolleginnen und Kollegen mit Autismus, mit Sehbehinderung, mit chronischen Krankheiten, mit Mischungen von all dem. Und es sind aber alles Leute mit mindestens einem Bachelor-Abschlussniveau. Also das ist keine, das ist ja eine akademische Einrichtung und dementsprechend muss also die Qualifikation auch vorhanden sein. Die Qualifikationen sind aber auch alle sehr unterschiedlich. Also es ist nicht nur ein vielfältiges Team im Sinne von Behinderung, von Alter und Geschlecht, sondern auch im Sinne von, welche Fächer sind denn eigentlich vertreten. Also das geht wirklich von Informatik bis Geschichtswissenschaft. Ich verrate nur auf Nachfrage, was meine Qualifikation ist. Genau. Und ein Beispiel einfach aus der wirklich täglichen Arbeit. Es ist so, dass aufgrund der Behinderung ein Teil der Kolleginnen und Kollegen dauerhaft aus dem Homeoffice arbeitet, weil die einfach gar nicht ins Büro kommen können oder auch könnte. Das heißt, obwohl Corona vorbei ist, arbeiten wir praktisch immer remote. Das heißt also, wir haben ganz viel mit Videokonferenzen zu tun. Und wir haben damit ganz viele Probleme. Das muss man auch ganz klar sagen, weil eben die Anforderungen auch so vielfältig sind, wie Jola das hier so schön aufgeschrieben hat, wegen der verschiedenen Perspektiven, aber auch wegen der Diversität. Und da möchte ich jetzt ganz kurz einen kleinen Einblick geben, was das eigentlich bedeutet. Das ist nämlich, ja, wir hätten gerne Anpassbarkeit, ne? Nicht ein Fahrrad für alle, sondern vielleicht für jeden, jede was Passende, gibt es aber bisher nicht. Einige typische Szenarien, hier eine unserer wöchentlichen Videokonferenzen treffen aller Institutsmitglieder. Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, das sind mehr als eben auf der Folie waren, das stimmt. Da sind nämlich auch noch unsere ganzen studentischen Hilfskräfte mit bei. Und was Sie hier auch sehen, ist ein typisches Szenario für jemanden, der auf Dolmetscherinnen angewiesen ist beim Gebärden. Also wir haben hier ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber die Kacheln sind ja ziemlich klein. Will ich aber über eine Videokonferenz dolmetschen oder Gebärdensprache verstehen, baue ich das Bild eigentlich viel größer. Ja? Und insbesondere das nicht zum aktiven Sprecher wechseln. Also sind hier dann diejenigen, die in irgendeiner Weise in die Gebärdensprachkommunikation
von einer Teilnehmerin wohlgemerkt involviert sind, sind da groß. Das ist also ein der typischen Settings. Ja, aber das ist hier jetzt gerade nicht wichtig, Kathi. Der Punkt kommt ja doch noch. Das ist doch didaktisch aufgebaut. Also, Kathi machte mich gerade darauf aufmerksam, dass das hier Zoom und das BBB ist. Also hier auch noch zwei Videokonferenzen parallel laufen. Aber wie gesagt, da komme ich gleich nochmal zu. Ein weiteres Beispiel. Ja? Warum sind das vier Gebärdensprechende? Gleichzeitig wechseln sie sich ab. Also ich habe vorhin gemerkt, im vorigen Vortrag, da waren auch zwei, die sich ihren Grab gewechselt haben. Nee, das hat damit zu tun, da komme ich auch noch mal ausführlich hinzu. Wir haben mehrere Kolleginnen und Kollegen, die Gebärdensprachler sind. Und hier in diesem Falle ist es so, dass das die beiden gebärdensprachlichen Kollegen sind und die zusammen sich hier die beiden Dolmetscherinnen teilen. Ja, deswegen sind das da im Zoom vier und es gibt das BBB für alle und in dem BBB, zu diesem BBB, in dem ich auch drin bin, habe ich dann nochmal ein paralleles BBB mit meinen Dolmetscherinnen. Also in Wirklichkeit sind hier in diesem Falle vier und normalerweise sogar sechs Dolmetscher involviert. Weil nämlich, um das auch gleich zu erklären, Gebärdensprache ist nicht gleich Gebärdensprache und die Bedarfe sind da sehr unterschiedlich. Ich sagte ja eben schon, ich bin lautsprachlich aufgewachsen. Für mich ist wirklich, hört man ja auch Deutsch, meine Muttersprache. Das heißt, was für mich gedolmetscht wird, ist was ganz anderes, als was für meine Kollegin, die sonst heute hier auch stünde, gedolmetscht wird. Ja? Deswegen wir eben mit unterschiedlichen Dolmetscherinnen arbeiten. Deswegen. Okay? Noch nicht ganz. Ich verstehe es schon, aber ich habe keinen Bezug dazu. Also ich stelle mir das Ganze gerade so angehört, als hätten viele quasi eine private Gebärdensprache oder einen ganz starken Dialekt in Gebärdensprache sozusagen und könnten sich ganz schwer nur andere lesen. Nein, also nein, das. Ja, bitte. Wie Fachfrau. Also Fachfrau stimmt auch nicht zur Hälfte. Ich bin, mein Name ist Katharina Kortz, ich bin eine der Gebärdensprachdolmetscherinnen für Irmhild Rogalla. Um das ganz, ganz kurz und verkürzt zu sagen. Die Unterschiede liegen tatsächlich darin, dass Frau Rogalla eben lautsprachlich aufgewachsen ist. Das bedeutet, für Frau Rogalla dolmetschen wir eigentlich nicht die richtige deutsche Gebärdensprache. Ja, okay. Die Kollegin übernimmt mal den gebärdenden Part. Muss ich nur eine Sprache auf einmal machen. Deutsche Gebärdensprache hat eine eigene Grammatik, hat einen eigenen Satzbau, ist kein sichtbar gemachtes Deutsch, sondern eine komplett eigenständige Sprache. Und das ist das, also wirkliche deutsche Gebärdensprache, ist das, was die anderen beiden TeamkollegInnen von Frau Rogalla benutzen. Bei Frau Rogalla ist es eine Sonderform quasi, dadurch, dass sie eben mit der deutschen Lautsprache aufgewachsen ist, in deutschen Satzstrukturen denkt und auch noch zum Teil Mundbild abliest, zum Teil über Höreindruck versteht und so weiter. Das heißt, das, was wir für Frau Rogalla machen, ist sogenannte lautsprachbegleitende Gebärden, wo wir tatsächlich einen deutschen Satz gebärden. Und weil das sehr unterschiedlich ist, das ist für die gebärdensprachlich sozialisierten Kolleginnen sehr schwer zu verstehen, weil das ist quasi wie English for Runaways, das ist Grütze, wenn man das nicht versteht und damit nicht aufgewachsen ist. Aber für Frau Rogalla ist es einfacher zu verstehen, weil es an ihre Muttersprache am nächsten rankommt. Also die beiden gebärdensprachlich orientierten Kolleginnen teilen sich, wie in diesem Beispiel ja auch die Dolmetschenden, und für Frau Rogalla machen wir meistens nochmal einen extra, weil es eine andere Sprachform ist. Also im Grunde für mich nicht richtig. Ja? Also und entschuldige bitte, was noch dazu kommt, ist das Voicen, dass es nämlich besonders wichtig ist für die tauben Personen, dass die vertraute DolmetscherInnen haben, gerade auf dem Niveau, wo wir hier unterwegs sind, das sind ja taube Professionals, die haben also eingespielte Teams von Dolmetschenden, die für sie dolmetschen. Und deswegen haben wir zum Teil wirklich drei verschiedene Teams, weil jede taube Person ein besonders eingespieltes Team
hat, das genau die Bedarfe der Person berücksichtigen kann, genau die Sprachform bedienen kann, die benötigt wird und auch die gebärdensprachlichen Äußerungen möglichst adäquat in Lautsprache dolmetschen kann von der jeweiligen Person. Das war auch nicht immer so, dass wir die Möglichkeit hatten, aber so ist es tatsächlich am barriereärmsten für unsere Kolleginnen. Genau. Also Sie müssen einfach zum Voicen auch wissen, wenn das ist nochmal aufwendiger letztlich auf dem Niveau von Gebärdensprache in Deutsch zu übersetzen, also zu dolmetschen, zu voicen, als umgekehrt. Das, also würde Jola hier heute neben mir stehen, wir hätten mindestens einen halben Tag alleine damit verbracht, mit den Dolmetscherinnen zusammen das abzustimmen. Also, und das jedes Mal. Ja, also das ist deswegen die vertrauten Dolmetscherinnen auch mit wichtig. Okay. Okay? So, das war ja nur unser erstes Beispiel. Eigentlich geht es noch weiter. Aber okay, ich kürze das zwischendurch mal ab. Das ist jetzt ein anderes Beispiel, was wir halt relativ oft haben, sind dann irgendwelche hybriden Formen, die wir eigentlich gerne vermeiden, weil die machen die Sache nochmal viel komplizierter und viel anstrengender und so weiter. Das ist jetzt hier ein Raum in Bremen, wo ein Teil der Videokonferenz halt hier hinten sichtbar ist, aber wo auch sichtbar ist, dass da immer ganz viele Laptops da auf den Tischen stehen und zwar nicht ohne Grund. Ja? Einer der Gründe ist zum Beispiel, dass wenn man als hörgeschädigter Mensch nämlich online teilnimmt und die anderen teilen sich einen Raum, will man ja auch sehen, wer spricht, weil man es nicht hören kann. Das geht aber bestenfalls dann, wenn alle wirklich einzeln durch eine Kamera aufgenommen werden, weil die Raumkamera gibt das ja nicht wieder. Ja? Also das kriegt man so schnell gar nicht mit, das ist einer der Gründe. Wenn man als hörgeschädigter Mensch im Raum sitzt, ist es noch viel komplizierter, aber mit dem Thema fange ich jetzt nicht an, weil dann werden wir nie fertig heute. Ja, und das ist dann nochmal ein anderes hybrides Setting. Also ich sag mal, wir sind auch jedes Mal dabei, den Raum umzuarrangieren, damit es klappt, halbwegs klappt. Und ich sag mal, wenn die Technik nicht mitmacht, dann sind wir ganz aufgeschmissen. Gibt es halt auch. So, wenn Sie dann noch mal ein paar, sag ich mal, jetzt wirklich aus Sicht einer tauben Person, die auch nicht spricht, also aus Jolas Sicht, die hat jetzt noch mal so ein paar besondere Herausforderungen hier als Beispiele gebracht, nämlich das, was wir eben an dem Bild schon gesehen haben, wenn man angewiesen ist auf die Dolmetscherin, hier, ja, taube Person symbolisiert durch Türkis, weil das ist die Farbe der, alles klar, der tauben Menschen, dann ist das natürlich total blöd, wenn diese verdammten Bilder immer wechseln und wenn immer die Sprecher groß gezeigt werden. Ja. Mittlerweile gibt es ja in den verschiedenen Konferenzsystemen schon mal Funktionen, dass man wenigstens Bilder festhalten kann. Das ist schon ein großer Fortschritt. Ist aber, sage ich mal, auch nicht trivial. Ne? Man braucht schon Hostrechte und all diese Dinge. Und wenn dann irgendjemand auf die Idee kommt, Spotlights zu machen oder so, ist auch alles wieder vorbei und man muss sich mit dem jeweiligen System sehr gut auskennen. Alles ein zusätzlicher Workload und eine zusätzliche Anstrengung. Ne? Es gibt ja Studien, die sagen, Zoom-Fatigue kommt dadurch, dass man sich so langweilt als hörgeschädigter Mensch. Nee, kann man das nicht sagen. Weitere Herausforderungen haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, dann, wenn es mehr als zwei Dolmetscherinnen gibt. Dazu kommt, das kann ich hier auch mal erwähnen, das ist jetzt zwar hier Perspektive Hörgeschädigte, aber wir haben in unserem Team ja, wie gesagt, auch Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, die sich durch das Gefuchte enorm gestört fühlen, was ich auch nachvollziehen kann. Nur, da wäre es schön, Fenster ganz ausblenden zu können. Also nicht nur kein Bild da, weil wir brauchen die Bilder und manche brauchen alle Bilder, andere hätten am liebsten kaum Bilder,
das sind alles Anforderungen, die sind mit den derzeitigen Systemen nicht zu erfüllen. Also das so als Beispiel, genau, und hier dann eben die Nummer mit zwei Videokonferenzen parallel, da gehe ich jetzt relativ schnell drüber weg. Das ist tatsächlich das, was wir im Moment sowohl Jola und die anderen gehörlosen Kollegen als auch ich selber allerdings in unterschiedlichen Varianten standardmäßig machen. Wir haben zwei Videokonferenzen laufen, eine, in der wir sozusagen das machen, was zu machen ist, und eine andere mit den Dolmetscherinnen. Das, sag ich mal, ist technisch auch nicht begeisterungswürdig. Es geht auch nicht jede Kombi auf jedem Betriebssystem. Ja? Wäre ja auch zu einfach, wäre ja wirklich zu einfach. Im Moment geht ja auch Zoom im Firefox zum Beispiel gar nicht toll. Aber das hat eben auch große Nachteile. Das hat eben auch Nachteile, weil die Dolmetscherinnen auch immer im Richtigen dann den Ton an, den Ton aus, Bild an, Bild aus und so weiter haben müssen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Also wir haben, sage ich mal, gerade bei Videokonferenzen, klar, weil es uns auch ein Anliegen ist, mittlerweile relativ spezifisch auch die Anforderungen analysiert. Leider bisher nur die Anforderungen analysiert. Es sieht jetzt so aus, als könnten wir bei einem System, das relativ neu ist, bei der Entwicklung unterstützen, und wir hoffen sehr darauf, dass das klappt, zumal wir in dem Zusammenhang festgestellt haben, dass viele Anforderungen, die wir was bezüglich Gebärdensprachdolmetschen haben, auch bei sonstigen Dolmetschen kommen. Also es kommt beim Gebärdensprachdolmetschen, weil man sehen, die Dolmetscherin sehen muss und die Dolmetscherin auch die Kunden sehen müssen, ein paar Sachen dazu, aber das Prinzip ist an vielen Stellen übertragbar. Genau. Wie gesagt, da kommen noch ein paar Anforderungen hinzu. Hier zum Beispiel auch die Symbolik, wie sehe ich eigentlich als hörgeschädigter Mensch, die ich nicht höre, wer spricht, beziehungsweise ich höre zwar unter Umständen Sprecherwechsel, höre aber nicht, wer da spricht. Woher weiß ich denn dann eigentlich, wer da spricht? Ne? Zumal bei so vielen Fenstern oder auch, wenn dann, weil ja noch zusätzlich präsentiert wird, ich sowieso nicht mehr weiß, wo ich hingucken soll. Was ich total liebe, sind, wenn dann gemeinsam gearbeitet wird an, wie heißt das? Kollaborativer Whiteboards. Ja, ja, genau. Und da gibt es doch das eine, was Miro? Miro, genau, Miroboards. Das liebe ich ganz besonders. Ja. Weil da weiß ich wirklich überhaupt nicht mehr, wo ich hingucken soll. Und der Rechner ist auch oft überfordert. Ja. Zwei Videokonferenzen und Miroboard. Oh. Also, da habe ich dann auch einen anderen Rechner als diesen alten. Okay, so, und weil das ja nur ein Beispiel ist, ja, also Videokonferenzen, sorry, nochmal eben dahin, wo ich jetzt hin will. Na, genau. Weil Videokonferenzen ja nur ein Beispiel sind, wo wir mit unserem diversen Team im Alltag ständig auf Barrieren stoßen. Zugegeben ein prominentes und eins, was man relativ gut vorführen kann. Das gilt aber auch für fast alle anderen Tools. Ja? Weil einfach, ich sag mal, Sehbehinderung und Hörbehinderung sind einfach, führen einfach zu sehr widersprüchlichen Anforderungen. Und dann noch Menschen mit Autismus dabei zu haben, ist die Schnittmenge, auf die man sich einigen kann. Übrigens ein Tipp für die Praxis, MD-Dokumente online. Wunderbar. Das ist etwas, das ist, klappt vergleichsweise gut. Das ist ein bisschen schwierig für die taubtauben Menschen, aber ist schon eine ganz gute Sache. So, und weil das eben so ist, weil das auch unsere Erfahrung ist, sagen wir eben, nicht nur auf der theoretischen Ebene, sondern wirklich auch aus dieser Erfahrung heraus. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen mit Behinderungen, mit unterschiedlichen Behinderungen, aus ihren Erfahrungen heraus in Entwicklungsprozessen partizipieren. Von Anfang an, ja, und auch bis zum Schluss, also auch beim Testen beispielsweise. Also heute hier im Raum war ja schon ein Vortrag zum Testen. Testen auch, sag ich mal, entwicklungsbegleitend, aber natürlich auch, sag ich mal, dann das, was man gerne vernachlässigt, ne? Integrationstest, Akzeptanztest, all diese Dinge.
weil eben genau diese, also ich sag mal, das eine ist, das, was in Standards abgebildet wird, jetzt auf dieser Ebene wirklich, ne, System- und Softwareentwicklung, oft aus der Perspektive eben weniger Behinderung und insbesondere kein Standard berücksichtigt mehrere Behinderungen parallel. Das kommt im Denken bisher nicht vor, beziehungsweise viele der Standards sind einfach alt. Das muss man ganz, ganz klar sagen und haben ja auch mit moderner Technik relativ wenig zu tun. Das ist so die Ebene des, der Entwicklung. Und dann, das ist das, worauf ich gerne noch hinweisen möchte, weil ich das Ding ganz faszinierend finde, bisher allerdings wenig Erfahrungen da vorliegen. Es ist ja einmal die Sache, was macht man im Prozess, im Entwicklungsprozess, und die andere Frage ist ja, wie wird dieser Prozess gestaltet? Also der Entwicklungsprozess, wie kann man als Unternehmen oder auch als Community Entwicklungsprozesse so gestalten, dass zumindest ein Bewusstsein für Barrierefreiheit entsteht? Und dafür gibt es tatsächlich einen ISO-Standard mittlerweile, das ist dieser wie auch immer man diese Nummer dann ausspricht, 371.1, der beruht auf einem älteren britischen Standard, der da wirklich aus der Praxis erwachsen ist, und deswegen ist das auch, sage ich mal, ein Code of Practice, der einfach ganz klar sagt, wie so Entwicklungsprozesse in Unternehmen gestaltet, sinnvoll gestaltet werden könnten, damit sichergestellt ist, dass Accessibility-Anforderungen berücksichtigt werden über den gesamten Prozess. Und ich persönlich halte das für sehr, sehr vernünftig, sehr, sehr wichtig. Bisher habe ich noch nicht herausfinden können, ob es in Deutschland schon irgendeine Firma gibt oder eine Community, die das macht. Aber ich sag mal, wir versuchen jetzt in unserem Projekt, jetzt kommt der Mini-Werbungsteil und dann bin ich fertig, in unserem Projekt, was Sie ja eben genannt haben, digitale Barrierefreiheit im Arbeitsleben durch partizipative Evaluation, uns dem schrittweise anzunähern und hoffen eben, dass wir da auch so weit kommen, dass wir ein oder zwei wenigstens Open-Source-Projekte finden, in denen wir mal Schritte in diese Richtung erproben können. Okay, das war's erstmal. Herzlichen Dank dafür schon mal. Habt ihr jemand Fragen soweit? Ja, dann fangt du doch schon mal an. Tatsächlich fand ich das sehr witzig, was gesagt wurde von mit der Security, sagt man immer, dass das ja per Design sein soll. Ich komme aus der Security und ich merke, dass es seit 20 Jahren nicht funktioniert. gerade halt auch mit der muss ich deshalb schon sehr lachen. Aber was zum Beispiel ich sehr häufig mitbekomme, ist, dass Software entwickelt wird, die erstmal nur intern benutzt werden soll, und deshalb braucht man sich ja um die Security gar nicht zu kümmern, weil es ja nur ein kleines internes Tool ist, und dann verkauft man es plötzlich doch an die weite Welt und dann ist es jetzt zu spät sozusagen. Oder wie macht man das? Also wie gibt es da Erfahrungen, wie man sowas retrofittet auf ein externes Produkt nachträglich, weil ich sehe halt super schlecht, es ist schon bei Security so schlecht funktioniert, und ich kann mir kaum vorstellen, wie man es bei inklusiver Softwareentwicklung. Also mit Erfahrungen kann ich da noch nicht dienen. Tatsächlich haben wir das als Problematik im Open-Source-Bereich natürlich auch schon identifiziert. Weil, ich muss da mal eben noch ein bisschen was zu erläutern. Ja, also dieses Projekt mit diesem irre langen Titel, der Titel ist eigentlich noch länger. Es geht nämlich da schwerpunktmäßig um Open Source, die zukünftig im öffentlichen Dienst eingesetzt werden soll. Also das, was mit den Stichworten digitale Souveränität dann auch besetzt ist. Diejenigen, die aus dem Norden kommen, wissen vielleicht auch was über Dataport und das Projekt Phoenix oder bundesweit jetzt über die CENDIS. Die Marmelade nur mit D, Open Desk heißt das da, ja, und es gibt ja noch andere Aktivitäten. Das heißt, wir reden da auch über alte Software, nicht barrierefrei größtenteils. Und
Insofern haben wir das Problem auch schon identifiziert und wir haben auch schon erste Gespräche, also nicht ich, sondern Kolleginnen von mir, erste Gespräche mit Entwicklerinnen und Entwicklern aus Communities geführt und die sagen doch, dass, also Bezug auf Barrierefreiheit, ja, Sicherheit, keine Ahnung, doch, das geht. Es gibt mehrere Einfallstore dafür. Also einmal natürlich so ein kleinschrittiges Zeug, was eher auf der Oberfläche, also da reden wir dann wieder über Benutzerschnittstelle, das ist für Security nicht so relevant. Aber was ich ganz interessant fand, wir hatten jetzt schon zwei Gespräche, wo die Leute sagten, viele von dieser Software ist so alt, dass die jetzt teilweise in den Projekten dazu übergehen, das komplett auf eine neue Programmiersprache umzustellen. Ja? Also dass man sagt, das ist so out of date, wir müssen komplex wechseln. Also gerade die ganz Großen, die auch eine Stiftung im Hintergrund haben und so. Und in dem Moment muss man dann natürlich rein. Ja? Ist nur eine Idee. Ja? Ja. Weitere Fragen? Da hinten. Ich habe ja in unserer Firma zum Teil an einem DX-Projekt gearbeitet, wo es da um Verschlüsselung von Gebärdensprache gab. Und genau, da kenne ich genau dieses Szenario auch, dass man noch einen zweiten Videokonferenz aufmachen muss, um zu kommunizieren. Da gibt es da überhaupt gar keine Bewegung, also das ist jetzt 3 Jahre her und irgendwie habe ich das Gefühl, da hat sich ganz viel getan im Bereich dieser Videokonferenzplattform. Aber wenn es immer noch ein Problem ist, dann ist es natürlich irgendwie, vielleicht entwickeln die einfach in die falsche Richtung, ist die eine Frage. Also, ob es da Bewegung gibt in dem Bereich der Videokonferenzplattform. Ob es denn bei der Entwicklung der Videokonferenzplattform, ob es da irgendwelche Neuerungen gibt, die das eben einfacher macht, dass man nicht mehr 2 getrennte Videokonferenzen braucht, weil sie das von vor 3 Jahren schon so kennt und jetzt erstaunt war, dass du sagst, dass du es immer noch so machen musst. Naja, ich sag mal so, es gibt speziell bei Zoom und teilweise auch bei den anderen, die aus den USA kommen und dementsprechend ja auch dem amerikanischen Recht unterliegen, was dann nochmal anders ist als das europäische, schon teilweise Versuche, diese Gebärdensprachverdolmetschung einzubeziehen, aber oftmals aus der Perspektive, naja, wir müssen das irgendwie mit berücksichtigen und dann sagen diejenigen, die wirklich darauf angewiesen sind, nee, sorry, das funktioniert so nicht. Und insofern, ja, es gibt Fortschritte, aber ich würde sie persönlich nicht als Verbesserung bezeichnen. Ja, das muss man einfach so sagen. Ich meine, es ist auch einfach so, wie ich habe es ja auch deutlich gemacht, die Bedürfnisse sind auch sehr unterschiedlich. Aber dadurch, dass Videokonferenzsysteme so sehr geprägt sind durch Hören und Sprechen von hörende und sprechende Menschen, glaube ich, braucht es da einen ganz anderen Ansatz. Ich habe noch eine zweite Frage, wenn ich darf. Und zwar geht es darum, dass normalerweise ein Projekt macht für den Kunden, dass da immer irgendwas drinsteht zur Barrierefreiheit. Ich habe aber das Gefühl, dass weder die Entwicklerseite noch die Kundenseite das jemals testet. Ist das auch eure Arbeit? Ja. Ja. Eine kurze Antwort. Wir machen immer wieder Tests, gerade jetzt mit blinden Personen, für ja, ist eine Web-App. Aber es ist aus unserer Sicht immer sehr schwer, an die Menschen mit Behinderungen ranzukommen. Also es gibt sozusagen jetzt keine Plattform, wo ich sagen kann, ihr Zoom-Call zum Beispiel, das wäre für uns ein Segen, wenn wir sagen könnten, wir haben jetzt, keine Ahnung, aus dem Autismus-Spektrum dann noch 2, die wenig oder gar nichts sehen. Und am Ende ist unser Entwicklungsprozess durch diese Seltenheit dann auch so, dass wir uns, naja, wir haben dann so das Fledermausproblem. Wir machen mal die Augen zu und gucken mal, wie es benutzbar ist. Aber wenn ich die Augen zu mache, dann bin ich nicht blind und ich sehe nichts. Das heißt, es wäre wahnsinnig hilfreich, irgendwie eine Art zu haben, an einer Testgruppe irgendwie zu kommen. Völlig unabhängig davon, wie es mit Bezahlung und was weiß ich läuft. Also, es gibt einfach nichts, wie ich da rankomme. Ja, das
Das ist glücklicherweise nicht mehr ganz richtig. Also es entwickelt sich langsam, weil dieses Problem ist ja nicht neu und das haben ja alle. Oder haben diejenigen, die ein Bewusstsein für die Sache haben das. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, an Menschen mit Behinderungen ranzukommen, die wirklich testen können. Also die wirklich auch was Anspruchsvolleres testen können oder bereit sind, das entwicklungsbegleitend zu machen oder so. Aber es gibt tatsächlich mittlerweile, sind mir, ich glaube, 3 Firmen bekannt, auch unabhängig so von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen oder so, die sowas anbieten. Also zumindest in der Tendenz sowas anbieten. Das ist, glaube ich, schweineteuer noch. Aber immerhin, es kommt langsam. Das ist so der eine Strang und der andere, also noch nicht so, dass man sagen könnte, ist Standard und ist einfach und so, ja, aber immerhin. Das andere ist, das kommt mehr aus dem öffentlichen Dienst, wo ich einfach deswegen ein bisschen Bescheid weiß, weil wir gerade dieses Projekt machen, dass mittlerweile einzelne Kommunen oder Länder oder so eben jeweils wer zuständig ist, bei sich selbst gucken nach den schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die dann einbeziehen, wenigstens in Beschaffungsprozesse. Also sehr, sehr spät dann, aber da hoffe ich persönlich auch so ein bisschen, dass sich daraus was entwickelt, dann in diese Richtung. Also, dass man diese Menschen dann auch mal früher fragen kann. Aber wenn Sie das interessiert, also ich habe jetzt den Namen der Firmen nicht drauf, aber wenn Sie mir Ihre Karte oder Ihre Mail oder so geben, kann ich die nachgucken und Ihnen nennen. Weitere Fragen? Vor ein paar Monaten war ich in der Situation, dass ich bei der Einschulung von ein paar Kindern von einer Familie geholfen habe, aber die ganze Familie sind Analphabeten. Und interessanterweise, die konnten mit Hilfe von AI eben Formulare ausfüllen. Hätten Sie vielleicht ein paar Ideen oder Kommentare, wie man die AI, die künstliche Intelligenz, für solche Situationen einsetzen könnte? Oder einfach, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht, oder zum Beispiel Menschen, die alt sind, die nicht mehr richtig gut die Computer bedienen können. Also AI würde mich interessieren und dann alte Menschen. Also sag ich mal, alte Menschen. Ja, ich selber sehe nicht mehr so gut und ja. Tastatur ist nicht für mich. Und, also. Ja, ich versuche mal nur ganz kurz im Überflug. Das sind natürlich 2 Riesengebiete. Tatsächlich gibt es im Bereich der öffentlich geförderten Projekte im Moment eine ganze Menge Sachen, die sich auch diesem Thema AI oder künstliche Intelligenz und Hilfe für insbesondere ältere Menschen mit multiplen Beeinträchtigungen, darüber reden wir ja dann, widmen. Ja, das ist aber vielfach noch in der Entwicklung. Und das Vergleichbares gilt auch für die Frage Menschen mit Behinderung und da insbesondere dann der Bereich Robotik. Der ist ja schon länger da, sage ich mal, gerade im öffentlich geförderten Bereich relevant. Die Ergebnisse sind aber sehr unterschiedlich, das ist das eine. Und das zweite, das ist jetzt mein persönliches Ding, ich sage mal, ich kenne mich insbesondere mit maschinellen Lernen relativ gut aus und bin immer sehr skeptisch zugegebenermaßen. Also auch, sag ich mal, was zum Beispiel das berühmte Thema automatische Untertitel angeht. Haben wir ja jetzt nicht drüber gesprochen, fangen wir jetzt auch nicht mit an, aber das ist ja auch so eine typische AI-Anwendung. Ja. Also, was ich sagen will, ist, es gibt ganz viel, gerade weil das im Moment so ein Hype-Thema ist. Man muss aber genau hingucken, ob das A, die Probleme wirklich trifft, das ist immer die wichtige Frage, und B, was dann auch wirklich hinterher, sag ich mal, für die Praxis taucht. Okay. Das war nicht ganz Ihre Frage, weiß ich, aber das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Ja, also ich hatte eine Frage, und zwar, also ich habe verstanden bei dem Beispiel mit diesen Gebärdensprachen, dass das die Autisten stört. Das ist ja kein softwarespezifisches Problem, sondern das besteht ja ganz
ohne Software auch, oder? Wenn die im selben Raum sitzen. Müsste man dann nicht vielleicht so rangehen, dass man erstmal versucht, diese Probleme auch ohne Software zu lösen und dann eine Softwarelösung abzuleiten? Das tun wir ja auch. Also tatsächlich ist es so, das ist ja sogar im realen Raum zuerst aufgefallen und unsere Autisten haben so eine Art Telefonkabine um sich herum, wenn wir alle in einem Raum sind. Also, ja, mir ist eben nur aufgefallen, dass das Problem auch ohne Software besteht. Ja, ja, gar keine Frage. Tatsächlich würde ich persönlich sogar sagen, das ist im Remote, also in der Software, im Videokonferenzsystem, zumindest theoretisch leichter zu lösen als im realen. Aber es fehlt eben an der Umsetzung. Aber ich habe noch eine zweite Frage. Wäre das dann nicht auch sinnvoll, dass man diese Leute auch selbst solche Dinge programmieren lässt? Weil die wissen das ja offensichtlich am besten. Ja. Weil ich meine, ich kann programmieren, aber ich habe keine Ahnung von diesen Dingen. Ja, ja, tatsächlich, soweit wir das, also wir sind ja durch unsere Projekte und dadurch, dass es im Open Source Bereich stattfindet, ständig auf der Suche nach Menschen, die einfach Auskunft geben wollen. Also gerade auch behinderte Menschen, die womöglich selber programmieren und so, haben auch mittlerweile schon einige gefunden, haben auch festgestellt, dass darunter relativ viele aus, in irgendeiner Form aus dem Autismus-Spektrum sind. Aber da gibt es, ich muss mich da jetzt ganz vorsichtig ausdrücken, da gibt es zwei große Probleme, Herausforderungen, wie auch immer. Das eine ist, viele wollen sich nicht outen. Die möchten gar nicht unbedingt was für ihre eigene Behinderung machen. Ehrlich gesagt ging mir das auch lange so. Raul Krauthausen hat ja mal gesagt, er wolle nicht Berufsbehinderter werden. Und er ist jetzt der Berufsbehinderte schlechthin geworden, weil ich wollte es auch nie. Ja? Ich habe es auch erst mit relativ hohem Alter getan und ich kann auch jeden verstehen und jede, die das nicht möchte. Ja? Also, dass man einfach was anderes machen möchte, weil man ja im Alltag schon genug mit dem. Und das Zweite, da muss man, das ist allerdings bitte mit ganz großer Vorsicht zu genießen, und da weiß ich auch noch nicht so recht einzuordnen. Wenn wir jetzt über Open Source Communities reden, da hat ja, sag ich mal, der Erfolg dessen, was man programmiert und was man beiträgt, teilweise auch was damit zu tun, wie man das kommunikativ vertreten kann. Ja, und wie man überhaupt in der Community angesehen ist und so. Und ich sag mal, da ist es dann, das konfligiert teilweise mit den Problemen, die Autistinnen und Autisten haben. Ja, also die sind dann, selbst wenn sie wollen, nicht immer erfolgreich. Also da sind die nicht die Einzigen. Es gibt auch andere Geschichten, wo Leute was zur Barrierefreiheit beigetragen haben und die Community hat gesagt, hey, was soll das? Ja, das ist mal platt auszudrücken, aber bei Autisten scheint es dann nochmal spezielle Probleme. Das müsste man ja auch mit Informationen lösen, was man... Ja, müsste man, genau. Richtig.